Hallo und herzlich willkommen zum Crusader Kings 2 Mega Achievement Durchgang Tag irgendwas. Ich habe zu zählen aufgehört. Mittlerweile sind wir schon so lange im Spiel, da weiß keiner mehr Bescheid, wo wir überhaupt wann sind. Auf alle Fälle, was wir wissen, ist, dass hier schon ziemlich viel rot ist und dass hier noch ein bisschen mehr rot werden sollte. Hi Kadra, das Ausweispapier sofort. Hä? Ist das ein Insider? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle würden wir heute gerne Krieg führen. Ich würde gerne noch warten, bis wir unter die 50 fallen. In Hoffnung, dass dann noch ein paar weniger Verteidigungspakte kommen. Aber wir können theoretisch, können wir jetzt auch schon anfangen mit Krieg führen. Wir gehen hier mal kurz hier rein. Und schauen uns mal eben an. Hier zum Beispiel, ne? Wir haben hier einen. Mit einer kleinen Provinz, der ganz alleine ist. Und wenn wir den jetzt den Krieg erklären würden, da kommt überhaupt keiner mit. Wir haben hier oben noch jemanden. Da kommt dann normalerweise einer noch mit. Und die gehen wir jetzt alle dann mal durch. Es kann sein, dass wir dann doch über mehrere Kriege das machen müssen, weil bestimmte Reiche mehrere der Besitztümer haben. Schauen mal eben. Hier wird gerade belagert. Bektaschi-Orden ist das. Alter, was ist jetzt wieder los? Geht schon wieder keine zwei Minuten im Spiel und schon kommen die ganzen Aufständische. Die türkische Bevölkerung in Mekka hat die griechische Kultur angenommen. Ich drücke mal eben Pause, damit ich mir das in Ruhe anschauen kann. Weil es ja immer noch ein bisschen laggt, wenn ich hier auf höchster Geschwindigkeit spiele. Wenn wir hier mal reinschauen. Hätten wir zum Beispiel die Revolte, die können wir sehr schön gleich niedermachen. Hier ist auch die Revolte drin. Das heißt, da müssen wir uns dann für eins entscheiden. Hier drüben war auch noch irgendwo was. Hier. Auch einer ganz allein. Also die können wir dann alle schön in Ruhe durchgehen und abarbeiten in einem riesigen großen Krieg. Und meine Gattin ist schwanger. Sehr schön. Hoffentlich wird es jetzt mal ein Sohn. Unsere Tochter ist 13 Jahre alt. Wenn wir jetzt einen Sohn bekommen würden, dann würde der erbberechtigt werden. Und vielleicht haben wir Glück und er bekommt sogar noch den Genie-Trade. Das wäre natürlich am besten. Ich kann unmöglich der Vater des Kindes meiner Gattin sein. Nö, nö, wir vertrauen ihr. Wir brauchen einen Sohn, wir vertrauen ihr einfach und selbst wenn es nicht ist, dann halten wir das alles schön geheim. Wir haben noch einen Vasallen zu viel. Ich habe vor der Aufnahme mal probiert, die ein bisschen aufzuteilen noch. Ich habe einige Bürgermeister und so, die ganz unteren, das ganze untere Volk habe ich ein bisschen ausgegliedert, das nicht direkt bei uns in den Domänen ist. Wir haben immer noch unglaublich viele Vasallen. Aber den einen hier werde ich leider noch nicht los. Also mit dem müssen wir jetzt einfach mal vorlieb nehmen. Wir haben aktuell Monatsbilanz, sieht gar nicht gut aus, weil unser ganzes Gefolge noch erweitert wird. Immer noch. Wir hatten da ja einige Verluste und die werden jetzt alle wieder schön langsam aufgebaut. Können wir noch gefolgemäßig was machen? Wir könnten noch mal was dazu holen. Mache ich jetzt nicht, dann fängt er nämlich wieder von vorne an. Wir werden, denke ich mal, die ganzen Kriege, die wir jetzt hier dann führen, theoretisch könnte man die auch, na, wobei wir haben als eigene Einheiten haben wir nur 12.000. Wir werden das mit dem Gefolge machen. Ne? Dann stellen wir uns quasi hier irgendwo hin, erklären den Krieg, marschieren rein, nehmen das ein, machen 100%, gehen weiter zum nächsten, erklären den Krieg und so weiter, wie wir schon mal gemacht haben. Ja, natürlich haben wir das untere Volk ausgegliedert. Ich kann mich doch nicht mit allem hier befassen. Wir haben ja eh noch immer so viele Bürgermeister und was weiß ich noch hier drin. Ne? Das hier alles, ne? Abt, Bürgermeister, was weiß ich noch alles. Eigentlich nur Abt und Bürgermeister. Baron ist noch einer mit dabei. Und die müssen wir ja haben, weil die direkt zu uns gehören. Das passt schon so, aber die anderen, die brauchen wir nicht. Da sollen sich die anderen Vasallen von uns drum kümmern. Einfach ein bisschen delegieren. Dann passt das schon. Wir haben immer noch irgendwo die Pest. Nö, die ist schon weg. Ist echt, die hat aber jetzt nicht lang gedauert. Wo ist denn noch irgendwas hier drüben?
ist noch ein, was ist das? Schleichendes Fieber. Das ist alles. Schleichendes Fieber, Schwindsucht. Aber die Pest hat sich schon wieder verzogen. Die ist nicht weit gekommen hier oben. Okay. Habe ich aber jetzt auch kein Problem damit. Wäre für uns ja sowieso auch kein Thema gewesen, so gut wie wir hier unten ausgestattet sind. Mit Krankenhäusern. Mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt. Ich habe angefangen, immer weniger zu essen. Oh, wie blöd wäre das denn jetzt, wenn wir jetzt sterben würden. Oh, das wäre richtig doof. Ich traue dem Mystikos nicht zu, den Giftmischer zu finden. Der Einzige, dem ich vertrauen kann, ist mein Freund. Sollen wir die 10% Chance wagen? 10% Chance, wir fühlen uns nicht so gut. Wir probieren es mal. Wir würden gemäßigt verlieren. Ah, das ist natürlich auch blöd. Ich werde den Giftmischer finden, die Sache beenden. Der Skujo Filipovic. Na gut, wir schauen mal, ob er jemanden findet. Ein neuer Marschall. Oh, wieso treibt hier niemand Geld ein? Um ganz sicher zu sein, ob das Essen vergiftet war oder nicht, benötigten Juju eine bestimmte teure Ausrüstung. Ich war derjenige, der dafür zahlen sollte. Für wie viel? 579 ist die Ausrüstung aus purem Gold. Na gut. Wir lassen das mal zu. Wir haben ja eh ziemlich viel Geld. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass wir auf einmal sterben. Oh, der Koch hat ranziges Fleisch im Eintopf verwendet und versucht, den Geschmack mit Gewürzen zu überdecken. Aha, wir bekommen eins Intrige und brauchen einen neuen Koch. Eine Heirat arrangieren. Königin, die Treulose, unsere Vasallin mit unserem Neffen. Ja, wieso nicht? Yes, wir haben einen Erben. Wir haben einen neuen Erben. Den Theophilos. Theophilos. Und er ist... Ah, er hat es leider nicht bekommen. Er hat den Trade leider nicht bekommen. Aber wir haben einen neuen Erben. Das heißt, die Vasallen sind wieder etwas besser gestimmt. Aber wir müssen jetzt mindestens 15 Jahre überleben. Das ist ganz wichtig. Sonst haben wir wieder eine Regentschaft. 198 Punkte haben wir jetzt schon hier oben. So viele Punkte hatte ich noch nie. Wir beobachten eine Gruppe Mönche beim Übersetzen. Wir verlieren Gold, haben Chance, einen Bildungspunkt zu bekommen. Ja, können wir mal probieren. Nur die Kohle ausgegeben. So, wir sind wieder bei 123. Das heißt, die Aufstockung ist hier schon fertig. Hier noch nicht fertig. Mal einen Aufstand. Wir können ja schon mal hier runter marschieren. Oder wir fahren einfach hier runter. Ist ja viel gemütlicher. Irgendwo hier war die große Anzahl an Schiffen hier. 424. Dann bringen wir euch mal hier rein. Und euch bringen wir auch hier rein. Dann fahren alle in einem riesigen Boot nach Süden. So, dann werden wir euch mal einschiffen. Oh, 48. Müssen wir euch noch gruppieren. Dann bringen wir euch hier runter, weil hier unten fangen wir an. Wir werden hier an Land gehen. Oh, Moment. Nee, doch, ist immer noch grau. Wir werden hier an Land gehen und zwar hier rein. Können wir eigentlich hier unten anfangen. Und dann arbeiten wir uns hoch und der Schluss wird dann hier oben. Oh, was ist hier denn los? Unabhängig. König Shaw von Gwynedd. Ah, okay. Dann ist hier die Königin, die Fette von Brythoniad, etwas im Reich beschränkt worden. Allerdings, was ist das hier? Ah, sie hat sich das hier drüben geholt von den Schweden, offenbar. Wie haben sich denn die Schweden das abnehmen lassen? Na, egal. Also, wir werden hier anlanden und werden dann erstmal hier die Kleinen machen, gehen hier rum. Wir werden hier immer weiterfahren. Bis hier rüber. Hier hoch.
Und dann zum Schluss, Rom brauchen wir eventuell auch noch hier, zum Schluss dann England. Das ist soweit der Plan. Mal gucken, ob er funktioniert. Ein Fokus für unsere Tochter. Oh, können wir unserem Sohn jetzt schon was lehren? Nein. So schade, dass er es nicht bekommen hat, den Trade. Na gut. Wir müssen uns hier unten noch aufteilen. Weil wir unten ein Limit haben von 21, 28. Oh, hier drüben müssen wir auch noch rüber. Jetzt sehe ich es erst. Diese kleine Insel brauchen wir ja auch noch. Kanarische Insel. Da haben wir ja auch noch jemanden. Da ist er. Ah, das ist der gleiche wie der hier oben. Wir werden hier... Vassalisierung oder sowas geht wahrscheinlich nicht. Oh, er muss im Frieden sein. Ah, dann können wir noch ein bisschen abwarten, wenn er im Frieden ist. Vielleicht mag er dann sogar. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil er ja ein Ungläubiger ist. Komplett andere Kultur auch noch hat. Verwaltung, Bildung, Kriegskunst. Wir gehen mal auf die Verwaltung. Oh, und wir werden krank. Und wir haben einen ganz schlechten Hofarzt. Mit 15 Bildungspunkten. Ah, ich dachte, ich werde nicht mehr krank jetzt mit dem Krankenhaus. So, alle sind angekommen. Wir teilen euch mal auf. 24 ist immer noch zu viel. Dann müssen wir euch dritteln. Wir haben Durchfall, das ist noch okay. Wir haben die Grippe. Oh, und er hat... Was hat er gemacht? Er hat drei Kerzen entzündet und uns bei den Händen genommen. Nach einem Moment des Schweigens fordert er euch auf, einige Worte in einer euch unbekannten Sprache nachzusprechen. Es hat offenbar was bewirkt, so wie es ausschaut. Na gut. So, die Schiffe, die können wir in der Zwischenzeit eigentlich wieder nach Hause bringen. Weil die kosten nur viel Kohle. Und wir können ja auch mal hier oben schauen, ob wir eventuell hier vassalisieren können. Ist auch nicht im Frieden. Was hat die denn jetzt hier? Verteidigt gegen Schweden, gegen Etrüd, die Böse, und gegen York. Was ist denn los? Jetzt haben wir auf einmal Kopfschmerzen. Schon wieder die Grippe. Ja, wir haben nur die Grippe. Das muss doch zu schaffen sein. Eine äußerst bewährte Behandlung durchführen. Und wir fühlen uns besser. Wird schon klappen. Hier oben, das wurde jetzt komplett integriert, so wie ich das sehe. Von Irland. Das heißt, hier brauchen wir uns schon mal nicht um das hier kümmern. Jetzt bleiben nur noch die vier Provinzen hier oben übrig. Und der hier unten... Nee, der ist auch nicht unabhängig. Das ist wirklich hier die Fette einfach nur, die die vier Provinzen hat. Das ist okay, das ist okay. Wir haben irgendwo eine Revolte noch. Hier oben 1900. Kann hier irgendjemand hochmarschieren und sich um den kümmern? Wie viel Prozent? Oh, wir sind schon unter 50. Mal schauen, wer hier oben mitkommen würde. Es sind nicht mehr ganz so viele. Sultanat, Zachas, Suomi, Russ wird wieder mitkommen, Perm, Abyssinien und Tumenkaganat.
Sollen wir noch warten, bis wir auf... Aber dann müssen wir hier wahrscheinlich auch wirklich auf 5% runterkommen. Wir warten noch ein paar Prozent und dann legen wir los. Machen wir vorher eine Sicherung. Wir probieren mal, eventuell, vielleicht wenn sie vorher im Krieg fertig ist, hier gegen Schweden. 73% zugunsten von der fetten Herzogskrieg um Herzog Philipps Anspruch auf Worcester. Okay. Dann warten wir mal ab, vielleicht schafft sie es noch. Und dann probieren wir mal, sie zu vassalisieren. Das wäre natürlich am besten, wenn das funktionieren würde. So, wir haben keine Grippe mehr. Nochmal ein Bauernaufstand. Jetzt kommen. Müssen wir jetzt hier selber hochfahren. Oh. Sobald ich hier anfange hochzufahren, beziehungsweise Einheiten auszuheben, kommt von irgendwo dann der Vasall und metzelt die nieder und alles ist wieder umsonst. Wir warten nochmal ab. Minus 16 ist noch nicht die Welt. Jetzt hat er hier 1000 ausgehoben. Aber geht in die falsche Richtung, natürlich. So, unsere Tochter bekommt einen Fokus. Wie sieht es bei unserem Sohn aus? Hat schon einen Kriegspunkt. Genau dort, wo er ihn eigentlich nicht haben sollte. So, meine Liebe, bist du schon fertig? 83%. Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir hier oben die Truppen direkt bei den Vasallen ausheben. Dann machen wir hier relativ schnell ein Ende. Oh, das ist super. Eine Provinz hier, gleich mal 2700. Okay. So schnell kann es gehen. So, dann bleibt nur noch der eine übrig. Ich werde jetzt mal nicht mehr verheiraten, weil ich nicht weiß, ob dann hier die Bündnisse rauskommen. Das will ich nicht machen. Nicht, dass wir wieder später irgendwann die Bündnisse haben. Wobei, dann brechen wir es einfach. Dann ist es wahrscheinlich auch egal. Es kann uns ja keiner was. Ein Kleinadeliger aus Bergen-Hus hat eine Woche in Konstantinopel verbracht und dabei ständig mit seinem Reichtum und seinen Besitzungen zu Hause geprahlt. Er beleidigt die Adeligen vor Ort und benimmt sich wie ein Angehöriger des Königshauses. Eure Höflinge sind seiner überdrüssig und bitten euch, Maßnahmen zu ergreifen. König Ulf von Norwegen wird euer Schreiben erhalten. Der König Ulf wird dann etwas böse auf uns sein, das ist aber eh eigentlich egal, hoch in Schweden. König Ulf von Norwegen, der kann uns ganz gut leiden. Ja, wir machen das mal. Der Ulf ist mir egal hier. So, wir marschieren mal hier rüber. Brech den Nicht-Angriffspakt. Ja, machen wir mal. So, also, wir laufen mal rüber. Haben einen neuen Aufstand. Kommt mir gerade so vor wie in EU4. Da war auch mal eine Phase. Guckt euch das mal an hier. Was ist denn hier los? Ist das richtig? What? Lauter Loyalisten. Okay. Alles Geistliche. Alles Loyalisten. Fantastisch. Wir schicken ihn wieder zum Spionieren. Oh, wir verlieren wohltätig. Schade. Wie in EU4 damals, als auch ständige Revolten ausgebrochen sind. Richtig nervig. So, einen haben wir noch. Der ist wahrscheinlich wieder komplett entgegengesetzt hier unten. Ich guck mal, da kommt irgendjemand rüber. Wir behalten das mal im Auge. So, bist du hier oben jetzt schon fertig mit deinem Krieg? 89%. Unsere erstgeborene Tochter wird ein hinterlistiger Schurke. Als hinterlistiger Schurke bekommst du keinen Intrigepunkt.
nur Diplomatie und Fruchtbarkeit. Zwölf Diplomatie, neun Intrige. Na gut. So, die Königin führt hier oben offenbar. Nee, da ist schon ziemlich viel belagert jetzt. Da hat sie eigentlich die zwei Provinzen. Schweden hat ja gar nichts mehr. Russ ist ein bisschen gewachsen, aber das sind nur große Felder, keine großen Einheiten. Schweden hat nur noch hier unten was. Wahrscheinlich auch. Keine Armee mehr, oder? 2000 hat er noch. Und du hast noch... Oh, sie hat nur noch 700. ...93. Das wäre natürlich perfekt, wenn hier jetzt die... Ist hier nochmal was weggegangen jetzt? Oder täuscht mich das? Jetzt hat sie nur noch 3. Das waren noch 4, oder? Das waren doch eigentlich noch 4. Ja, so füllt sich das langsam von selber. Braucht man gar nichts mehr machen. Auch okay. Ah, jetzt hat sie wieder eine Krieger angefangen. Mit wem denn? Dem Sohn von Lucifer. Um was denn? Kann ich dir Kriegsbeitritt anbieten? Die Frage ist, wenn wir jetzt Kriegsbeitritt anbieten machen, dann kann es halt sein, dass sie quasi, dass wir wieder einen Waffenstillstand haben von 10 Jahren. Aber vielleicht schafft das sogar. Sie ist jetzt... Oh Gott, was macht er denn? Oh, jetzt ist er mit einer halben Armee hier. Halbe Moral ist er hier reinmarschiert. Hier stehen 4600, die gar nichts tun. Er schafft es trotzdem. Oh, der eine Krieg um Schweden ist, um Schweden, mit Schweden ist schon vorbei. Jetzt ist wieder noch der mit Worcester. Dann warten wir den auch noch eben ab. Und wenn der vorbei ist, dann schauen wir mal wegen der Vassalisierung. Da oben verliert sie schon mal, das ist sehr gut. Lucifer, go, Lucifer. Und wenn das geklärt ist... Hä? Ah, jetzt haben wir auf einmal einen Enkel. Aha, das ging ja schnell. Bist ja gar nicht... Mit wem bist du denn verheiratet? Das ist ja Skandal. Bastard. Meine Ehefrau Sila hat angeboten, nach Jinreich zu reisen, um auf eine Mission für Ruhm für römisches Reich zu gehen. Eine Frau dorthin schicken? Da schickt man lieber jemand anderen. Oder unsere Tochter. Der Kaiser mag keine byzantischen Kulturen. Wir schicken lieber den Tarik. Wer auch immer das ist. Wo bist du denn her? Auch von hier. Können wir von dir... Vielleicht die religiöse Konversation fordern. Ja. Dann schickt man den einfach rüber. Und Grafschaft Rom ist wieder gewachsen. Sehr schön. So, er ist orthodox. Das ist auch okay. Unsere Bedrohung ist... Oh, jetzt sind wir wieder bei 50. Da hat sich offenbar wieder irgendwo was getan. Es wäre so schön, wenn man das irgendwie nachvollziehen könnte, was da los ist. Königreich Chasaria, nicht länger die Juriteil von Taratai.
nachvollziehen könnte, was die Vasallen hier dann an Land zugewonnen haben. Irgendwie so eine Statistik oder so wäre ganz nett.